Und damit sind wir zurück bei Let's Play Dead Space. Und ich bin euer Host für den heutigen Abend. Und zwar mein Name ist PC Archangel und ich werde Sie gut unterhalten. Nee, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich weiß gar nicht so genau. Müssen wir jetzt erstmal gucken, nochmal genau. Ja, Mikro, nochmal zurückgezogen. Wo es hier lang ging, sind wir von da gekommen? Da ist die Kotze an der Wand. Da war, glaube ich, kurz da... Ah, da war das mit der Hand, genau, dieser super Tentakel. Dann schauen wir mal jetzt, was man als nächstes so mit uns vorhat. Ich bin ja schon mal gespannt, ey. Da ist nichts mehr, ne? Ne, von da sind wir gekommen. Aufzug und dann runter. Ja, Aufzug und dann runter. Oben waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich guck lieber nochmal nach. Ah ja, doch, hier ist ja der... Diese andere Stinkmorschel da verreckt dann. Also fahren wir nach unten. Wir sind vom Leben her, naja, existent. Was sagt denn unsere Munition? Ist eigentlich ganz gut, aber wir sollten jetzt lieber wieder die andere Knarre verwenden. Ah, laden wir gleich erstmal nach, wa? Okay. Also erstmal raus hier. Direkt irgendwo so. Fuck! Ich wollte gerade noch sagen, direkt höre ich wieder diese komischen, monströsen Kotzgeräusche. Nein, weg, bleib weg. Ihr seid tot, oder? Okay. Und bleib tot! Aber wie nett die waren, oder? Die haben jetzt total brav hier im Gang gewartet. Erstmal. Ach, ich bin ja gespannt. Ja, der ist tot. Der bleibt auch tot. Aber irgendwas macht da schon wieder so komische Geräusche. Der war vorher schon tot, ne? Okay, hier haben wir alles geholt. Inventarmäßig, wie sieht das energieknotenmäßig aus? Wir haben 2 Stück. Geld sogar noch für einen dritten. Dann gehen wir erst noch einen dritten holen. Ich weiß, hier ist eine Werkbank an der Seite. Isaac! Wo bist du? Hilf mir! Ich bin da, wo du nicht bist. Und ich glaube, das ist auch ganz cool so. Aber letztens, also... Es war ja bisher immer so, dass kurz nach ihren Anrufen irgendwo diese Viecher auftauchen. Ich habe da eigentlich jetzt nicht so Bock für. So, was sagt denn... ja, komm, weiter runter. Ein Energiekonto schnell kaufen. Nicht mehr genug Geld, ist ja auch okay. Aber dann kaufen wir noch mal ein bisschen... wo ist das? Plasma-Energie. So. Haben wir wenigstens ein bisschen was an Plasma-Energie bei. Wie sieht es sonst in... Ja, hätte ich auch eigentlich auch direkt gucken können. Die Stahlbandmunition können wir verkaufen und den Halbleiter noch eben. Nein. So, ich glaube, die Medipacks benutzen wir jetzt nicht. Die bewahren wir uns extra auf. Für den Fall, dass mal ganz schlimm wird. Wobei, eins kann man verkaufen. Halbleiter Gold weg. Und die Strahlenmunition weg. Oh, Moment mal. Wenn ich von der Plasma-Energie was verkaufe, oder das, dann können wir uns rein theoretisch nochmal... So, dann können wir uns noch einen Energieknoten holen.
Ist jetzt vielleicht nicht so toll an wegen der Munition, aber wir haben ja erstmal noch hier von dem Impulsgewehr genug Munition. Ich hoffe zumindest, dass es genug ist. Schnell, 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 weil wir wollen ja auch jetzt mal wieder ein ganz Stück weiterkommen. Ne, halt, wo waren die Band dann? War die hier? Ja, prima. Und dann schauen wir jetzt mal, was nehmen wir denn dann? Den Plasma-Cutter hatten wir eigentlich fast komplett aufgewertet. Dann haben wir hier 3 Stück können wir investieren. Also so oder so kommen wir an einen Schadenspunkt dran. Gehen wir oben lang. Und dann bauen wir einen in die Rig ein. Und brauchen dann nur noch 2 Stück, um wieder mehr Leben zu haben. Haben natürlich wieder einen Energieknoten weiterhin auf Tasche. Weil man kann mir ja sagen, was man will, aber es hat sich einfach für die Leute, die das Let's Play gucken, und ich selber halt auch, es hat sich halt immer rentiert. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Ich freue mich. Das heißt, ich kann jetzt hier durch die Tür gehen. Das ist natürlich auch voll die geile Idee, weil wir sehen ja schon links und rechts, dass da überhaupt nichts hinter sein wird. Oh, dieser Gang, der sieht schon so geil aus. Oh, was ist das? Audio-Log. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Wette machen nicht. Und wenn, dann nicht mehr als normaler Mensch. Alles ist hier so... Okay, das bringt's nicht. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Ja, ist natürlich wieder meine Aufgabe. Danke. Boah. Wie ich direkt Bock hab. Das wird auf jeden Fall total einfach werden. Wie sieht das denn jetzt munitionstechnisch und so aus? Richtig scheiße, wenn ich das mal einfach mal so anmerken darf. Ach, verdammt. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich will noch gar nicht weiter nach vorne, ey. Kann man erstmal... Ah, genau. Nein, nein, nein! Oh. Oh, das war total intelligent von mir, das wegzuschießen. Der guckt aber ein bisschen hier verheißungsvoll. Da oben ist auch noch ein Ding. Weil wenn wir jetzt. Ich sammle das erstmal von hier alles ein. Weil wenn das unsere Aufgabe jetzt sein wird, hier das große böse Monster zu besiegen, dann möchte ich, bevor wir damit beginnen, bitte die ganze Munition haben. Nicht erst mitten im Kampf aufsammeln müssen. Da leuchtet da auch noch irgendwas. Nein, ich will nicht den Kopf haben. Da oben. Ja. Irgendwas leuchtet da. Oder ist das... Ist das normal? Habe ich jetzt alles aufgesammelt? Hier sind überall diese Explosionskapseln. Ich denke mal, man soll sie dann benutzen. Ja, wunderbar. Ich guck mal.
immer auf die Flossen, ey. Welcher jetzt? Welcher jetzt? Boah, jetzt die Arme einzeln abschießen, oder was? Ja, komm, 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 Junge. Komm, komm, komm. Try to get me, you motherfucker. Komm schon. Oh, 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 oh. Oh, toter Weg, toter Weg. Oh, 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 oh. Ich hab nur ein Ding. Renn, 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 Alter. Ein Medikament benutzen. Oh, 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 oh. Ah! Komm, steh auf, Mann. Aufgabe erfüllt? Echt jetzt? Oh, das war jetzt aber nicht so mächtig, wie ich das Ganze erwartet habe, muss ich zugeben. Isaac, du hast es geschafft! Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich! Echt? Okay. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Das war's? Da kann ich nur noch drauf schießen hier so, weil das hat ja da noch... Nee, kann ich nicht. Okay. Und das ist jetzt besiegt? Das ist jetzt tot, oder was? Das war dann aber nicht so der Bosskampf. Oder ich bin einfach so gut. Nee. Nee. Sagen wir mal einfach, es lag echt daran, dass... Aber wir spielen auf normal, oder? Vielleicht ist ja auch erst Runde 1 der Monster Party. Man weiß es nicht. Noch irgendwo Items? Items, Items, Items. Nochmal ablaufen hier das Ganze. Ich fühle mich gerade wie so ein Hamster, der die ganze Zeit in so einem Rad langläuft. Ach, da spürt noch was. Zap. Noch irgendwo? Da noch irgendwo was? Nee. Okay, gut. Ja. Dann sind wir hier wohl durch. Das ist ja mal mega geil. Weiter geht's. Ende der Schwerelosigkeit. Ja. Aktivieren. Ist aber schon aktiviert. Okay, gut. Ich nehme mal ein Medipack. Boah, dieser Gang, ne? Der macht mir schon richtig Freude. Ich erwarte die ganze Zeit, dass hier irgendwie direkt so... eine Milliarden Arme so aus den Seiten rauskommen und uns einfach mal zerreißen. Einfach ohne zu fragen. Okay. Ich speichere. Ist mir alles zu doof. Es war jetzt, also der war ja der eine Monsterarm, der uns da im Flug gepackt hat, der war ja schlimmerer Gegner als das jetzt gerade eigentlich.
Okay, unser Captain ist weg. Und die Leiche, die hier irgendwann mal lag, auch. Ich hab jetzt hier mitgenommen. Der war einsam. Dann hat er sich gedacht, nimm ich einen Freund mit. So. Wir müssen hier lang, ne? Okay, gut. Ich laufe da einfach mal lang. Ich wusste jetzt gar nicht genau. Aber es ist die logische Schlussfolgerung. Munitionsmäßig? Ja, stehen wir ganz gut. Und lebenstechnisch sowieso jetzt. Also mit den ganzen Health Packets, die wir bei haben. Dann jetzt mal... ganz vorsichtig... sich bis zum Aufzug wieder rantasten. Das ist hier alles so neblig drin. Lagen hier nicht mal voll viele Leichen. Wo sind die hin? War das nicht das? Ja. Wo hier aus dem Klo auch dann auf der anderen Seite diese Viecher rausgekommen sind und alles. Ey, wo sind denn die ganzen Leichen hin, bitte? Ey, Alter, mach mal keinen Scheiß jetzt hier, ey. Total neblig. Warum ist es hier überhaupt nebelig drin? Wieder neue Munition rum. Naja. Ich sag mal einfach, das muss so sein. Komm, ab rein da zum nächsten Bereich. Jetzt speichern wir aber nicht. Ich habe ja gerade eben da in der Zelle da gespeichert. Kapitel 6 abgeschlossen. Wie viele Kapitel hat das Spiel nochmal? 8? 10 oder so? Kapitel 7. Ins Leere. Wo fahren wir hin? Abbaudeck.